So, dann. Ja, wo eigentlich hin jetzt? Vielleicht hier wieder zurück. Und ich nicht weiß, was wir hier machen sollen. Wo ist ein besagter Club, so, mit dem wir uns treffen sollen? Was gibt's? Ich bräuchte die Ersuche. Aber nur die. Ich halte die Augen. Ah ja, für die sollten wir ja auch noch die Puppe besorgen. Wie kriegen wir die denn jetzt noch? Was müssen wir dafür abgeben? Ein Unter kann nur auf der Straße gerufen. Okay. Wo ist denn dieser Club? Der besagte. Hier ist der nicht. Der ist doch hier. Was gibt's? Bis nachher. Können wir jetzt weiter? Nee, können wir nicht. Tja. Was Neues, das sind Zwischensequenzen. Ja. Hin und her und her und hin. Hier waren wir auch lange nicht mehr. Larry, komm rein. Oh, hier können wir. Davon werde ich noch einige mehr brauchen. Keine Ahnung, was wir damit anfangen können, aber. Natürlich geht das. Jetzt riecht das Kondom auch nach Käse. Und der Dildo ist mir reingeflutscht. Na, fantastisch. Das ist gut, so wie es ist. Das hilft mir. Okay, ich würde sich meinen Bulli werfen. Vielleicht können wir ein bisschen angeln. Das lässt sich nicht kombinieren. Das hilft mir. Das hilft mir nicht. Tja. Das hilft mir. Falsch. Das hilft mir.
daraus könnte man... Das ist, glaube ich, zu hart. Daraus könnte man eine klebrige Angel bauen, aber der Kaugummi ist zu trocken. Aha. Die beiden sagten... Mit Kaugummi irgendwie... Oh nein. Der Kaugummi ist steinhart. Damit der wieder weich und klebrig wird, braucht es jemanden mit einem besonders kräftigen Kiefer und entsprechender Beißkraft. Aha. Komplett lösen hilft. Da wäre ich nicht drauf gekommen. Hätte jemand eine Beißkraft. Stark. Der Kaugummi klebt wieder, aber wie bekomme ich ihn zurück? Zum Glück haben wir da was. Bäh. Der Knochen ist durch den Kaugummi unglaublich klebrig. Das lässt sich nicht eine klebrige Angel. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Nicht? Ich wollte sie im Gulli angeln, Mister. Da war ein Schlüssel im Gulli. Natürlich ist der Schlüssel im Gulli. Und das ist der Schlüssel, mit dem wir... Larry, komm rein. Das hier abschließen können. Passt. Damit kann ich Aarons Paket in der Leisure Suite abholen. Abholschein. Okay, ein Paket in der Leisure Suite. Okay, ich weiß nicht, von was sie die hier. Wir werden es gleich rausfinden. Hier, bitte sehr, Madame. Danke. Sekunde. Sorry, Kleiner. Ich kann die Schrift nicht lesen. Heutzutage wird ja alles so klein gedruckt. Wahrscheinlich sollen die daneben gemalten Penisse größer wirken. Schon mal von dieser neuartigen Technologie namens Brille gehört? Jetzt komm ja nicht so, Kleiner. Ich habe eine Brille, aber letzte Nacht beim Sandwich zwischen den zwei finnischen Kleinwüchsigen und dem Maori-Krieger habe ich sie verloren. Eine Brille. Ich weiß nur eine Brille, die es im Spiel gibt. Und die gibt's hier. Was denn für ein Karton? Er weiß nicht, was das ist. Das ist eine virtuelle Realität. So wie dieser Cyberspace? Ja, was? Muss sowas von aus den 80ern sein. Jedenfalls kannst du dir ruhig eine Brille nehmen. Jeder Kunde bekommt eine geschenkt. Danke. Aha. Der Karton ist auseinandergefallen. Ich habe ihn nur in die Hand genommen. Das sagen sie alle. Kann ich einen anderen haben? Kannst du nicht lesen? Nur ein Set pro Kunde. Kann ich das kaputte Set gegen ein neues eintauschen? Aufgrund der Gebrauchsspuren kann ich das leider nicht tun. Allerdings kann ich für nur $299.99 eine Reparatur anbieten. Um weitere Schäden zu vermeiden, kann ich dir auch noch eine Geräteversicherung zu besonders günstigen $19.99 pro Monat anbieten. Laufzeit 96 Monate, nicht übertragbar. Allerdings greift die Versicherung nicht in folgenden Fällen. Wasserschäden, Fallschäden, Softwareschäden, Berührungsschäden, Gebrauchsschäden oder etwaige andere Schäden, die durch die alltägliche Nutzung des Gerätes entstehen. Und Vulkanausbrüche. Okay, macht Sinn. Ich denke mal darüber nach. Jetzt haben wir eine Linse. Wie können wir doch der
Elton Lady anbieten. Was ist das? Ein Lesemonokel? Das trifft sich ja hervorragend. Nicht wirklich, aber okay. Wenn ich dir einen Tipp geben darf. Vor akrobatischem Sex solltest du die Brille abnehmen. Sonst hast du am nächsten Tag keine mehr. Werde ich mir merken. Hier, bitte sehr, Madame. Danke. Sekunde. Dann wollen wir mal schauen, was diese neuen Gläser taugen. Naja, das Paket hier liegt schon ewig rum. Das arme Paket. Ist es krank? Hoffentlich funktioniert dein Schließmuskel besser als dein Mund. Soll das eine Herausforderung sein? Nein. Hier, dieses Paar Gratis-Handschuhe bekommt jeder Kunde, damit er die Klappe hält. Gratis-Handschuhe. Und ab zurück. Larry, komm rein. Hier haben wir was. Endlich. Ich kann es kaum erwarten, mir dieses Spielzeug ein- und meinen Followern vorzuführen. Aha. Dann bis später. Ich werde auf dich warten, Süßer. Jetzt müssen wir nur das Internet reparieren. Und die Bro-Waschmaschine. Fantastisch. Dann gehen wir mal. Da gibt es nichts mehr zu sehen. Wie sieht denn unser Inventar gerade aus? Ziemlich viel Zeugs. So, ich würde mal sagen, wir fahren heute hier hin wieder. Was gibt's? Wir hätten letzten Stream hatten wir mit ihr die Sache mit dem Drama, der dann ausgestiegen ist, und da hatten wir das Drama. Können wir sie vielleicht nochmal fragen, wo hast du denn deine Gitarre das letzte Mal gesehen? Wo hast du deine Gitarre das letzte Mal gesehen? Sie war die ganze Zeit in meinem Gitarrenkoffer, bei der Tür. Ich werde schon rausfinden, wo die Gitarre ist. Ich lasse mich gern von dir überraschen. Bis nachher. Okay, Gitarrenkoffer an der Tür. Können wir den vielleicht mal untersuchen? Die Gitarre wurde gestohlen. Ach was. Und wir haben ein Streichholzschachtelchen. Die stammt aus einem Nachtclub namens Hell's Porn. Sehr schön. Hell's Porn wurde zu Unter hinzugefügt. Da bin ich gespannt. Fantastisch. Da müssen wir nämlich heute hin. Da wollten wir uns mit dem Fotografen treffen. Die beiden Sachen funktionieren. Um unser State zu kriegen. Die beiden Sachen. Rauchen gefährdet die Gesundheit und löst Bettbrände aus. Jetzt könnte ich es auch noch benutzen. Rauchen. Ich habe Stress mit so einer Zigarette. Das hilft mir. Das wäre gegen die Abmachung. Das hilft mir. Die beiden Sachen funktionieren nicht. Okay, ich kann damit nichts machen. Ich kann den Laden anzünden. Das hilft mir nicht. Eher nicht. Besser nicht. Okay. Dann fahren wir mal hier hin. Genau, da wartet er auf uns. Also auf geht's. Helspumpen. Na toll. Zisch ab! Früher war die Polizei aber freundlicher.
Ich kann mal Plakate nehmen. Und eins weniger. Ich möchte nicht in das Gefängnis einbrechen. Hinter den Gittern ist eine Gefängniszelle. Da sitzen bestimmt ganz schwere Jungs ein. Hier ist aber jemand ausgebrochen. Bis ausschaut. Nemmas Gitarre, na toll. Hey, wer bist du? Was willst du? Hallo, ich bin Larry. Larry Leffer. Zeppe. Zeppe? Nein, Zeppe. Tut mir leid, ich spreche kein Kanadisch. Das ist... Ach, vergiss es. Die Gitarre hier ist gestohlen. Was? Kann gar nicht sein. Ich habe die Gitarre rechtmäßig gekauft. So ein Quatsch. Sie wurde Lemma gestohlen. Ich kenne überhaupt keine Lemma. Ich habe die Gitarre von der netten älteren Dame aus der Leisure Suite. Frag sie ruhig. Sie wird es dir bestätigen. Aus der Leisure Suite. Ist Türsteher eigentlich ein Ausbildungsberuf? Wenn man es richtig lernen will, klar. Ich war aber nur in Abendkursen. Sag's nicht weiter, aber ich habe sogar eine Brustverbreiterung machen lassen. Aha. Was ist das für ein Schuppen? Jetzt sag bloß, dass du nicht den angesagtesten Club der Stadt kennst. Du meinst Lefties? Hellsporn. Der Club der Reichen und Schönen. Du bist offensichtlich weder noch. Oh, verdammt, ich habe den Clubausweis im anderen Ferrari gelassen. Und den hat einer deiner Diener vermutlich im falschen deiner Parkhäuser abgestellt. Woher hast du das? Was passiert denn da drin? Exklusive Sachen. Zu exklusiv für jemanden wie dich. Der Club könnte froh sein, jemanden wie mich als Gast zu haben. Einigen wir uns auf... Nein. Aber wenn du jemanden kennst, der hier eine exklusive, außergewöhnliche, delikate Performance liefern könnte, sag es mir. Wir sind immer auf der Suche nach unverbrauchten Showacts. Also... Wir haben jemanden, den die Gitarre... Unverbraucht. Die Gitarre hier ist gestohlen. Was? Kann gar nicht sein. Ich habe die Gitarre rechtmäßig Ich habe die Gitarre... Frag sie ruhig. Ich komme später wieder. So, sollen wir jetzt die... Ladies stehen auf Blumen. Elton and Joe Sweet Farm. Schmutzige Seiten. Ich glaube, die würde mich beißen. Die Ratte sieht aus. Können wir hier irgendwas. Können wir die Ratte fangen? Als ob. Das ist doch skandalös. Ich glaube, sie möchte reinkriechen, aber so kommt sie nicht in das Kondom. Irgendwas müsste das Kondom offen halten. Das ist doch nicht wahr. Das lässt sich nicht kombinieren. Das lässt sich nicht... Das hilft mir nicht. Wenn man bestreicht, soll es die Sache offen halten. Die beiden Sachen... Als wäre die beiden, das lässt, die beiden, das lässt, als wäre, das hilft mir, die beiden, das lässt, als wäre, die beiden, das lässt, als wäre, das hilft, als wäre, das hilft. Jetzt hat es eine stabile Öffnung. Ist das peinlich? Hab ich dich. Wir empfehlen an dieser Stelle das Spiel zurückzugeben. Ja, genau. Das Spiel zurückgeben. Leider waren unsere Programmierer zu faul, um diese Funktion einzubauen. Das tut uns tatsächlich sehr leid.
Als Entschädigung bekommst du jedoch ein Achievement. Yay. Irgendschaft, ich habe versucht, das Spiel zurückzugeben und das bekommt aber dieses lausige T-Shirt. Yay. Das war doch einfacher als gedacht. Und logisch, von vorne bis hinten. Ich schäme natürlich mich dafür, dass das wirklich geklappt hat. Wir alle. Okay. Ein Abflussrohr. Das hilft mir nicht. Gefangene Ratte. Das lässt sie. Rohr. Die beiden Sachen. Wofür das brauchen lässt wir denn jetzt die gefangene Ratte? Das hilft. Rohr. Die beiden. Rohr. Das lässt. Ein Rohr. Ich weiß, was er damit macht. Sorry, aber ich kann dich nicht reinlassen, Larry. Nur anders gesagt. Eben. Du kommst hier erst rein, wenn deine Timber-Punktzahl über 25 liegt. Ach du Schande. Das heißt, wir müssen erstmal noch Dates besuchen. So. Und Elton and Legend Suite. Was gibt's? Hast du letztens eine Gitarre verkauft? Was bin ich froh, die wieder losgeworden zu sein. Die Pfandleiherin hatte das dringende Bedürfnis, sich etwas delikate Wäsche zu kaufen. Unterwäsche? Wie konservativ. Jedenfalls hatte sie nur die Gitarre zum Eintauschen. Und ich habe mich breitschlagen lassen. Aha. Beeindruckende Auswahl, Gnädigste. Ich gehe davon aus, dass du alles auf Herz und Nieren getestet hast. Ich habe mich jedenfalls intensiver damit befasst als so ein Jungspund wie du. Hast du vielleicht eine Empfehlung für mich, was den Damen besonders gut gefällt? Normalerweise würde ich dir Sex Panther empfehlen. Aber nach dem Vorfall mit diesem Nachrichten führt ja, es natürlich. Wäre aber eine gute. Ich komme später. Ich sehe seine Herzfrequenz und sein Blutzucker. So, das Rohr können wir jetzt bei Lefties verlegen. Das klingt mir jetzt falsch. Was gibt's? Ich habe deine Gitarre gefunden. Du hast sie? Nein, so ein Typ hat sie anscheinend gekauft und glaubt nicht, dass sie gestohlen wurde. Was? Dann musst du diesen Kerl vom Gegenteil überzeugen. Na, okay, toll. Ich überleg mir was. Bis nachher. So. Das nicht. Dann gehen wir zu Lefties zurück. Können wir doch bestimmt jetzt. Würde mich wundern, wenn nicht. So, Hurra. Nun sollte das Rohr wieder tun, wofür Rohre da sind. Nächsten Schalter umlegen. Jetzt sollte ich erstmal das Kabel einstecken. Lefty sagte, dass der Braukessel erst wieder in Gang gebracht werden muss. So, Lefty, kannst du mir nochmal sagen? Kann ich dir helfen, Larry? Also, wie soll ich deine Brauerei? Du musst den Braukessel wieder in Gang bringen. Den Hebel nach unten stellen, dann das Ventil drehen und den Hebel wieder nach oben stellen. Allerdings müsste man erst das Rohr reparieren. Okay, Hebel nach unten, Ventil drehen, Hebel nach oben. Bis später. Verstehe.
Ja, beim ersten Versuch direkt funktioniert. Genau wie beim Sex. Also, das war nicht der erste Versuch. Ich sollte erstmal Lefty Bescheid geben, dass die Brauerei wieder läuft. Okay. Melde gehorsamst. Operation Brauerei abgeschlossen. Sehr gut. Ich muss zugeben, dass ich dir das nicht zugetraut hätte. Das ist schließlich etwas Handwerkliches. Allerdings muss sich die Rezeptur verändern. Angeblich haben ein paar Leute Durchfall vom alten Barbarenbräu bekommen. Ach was. Hier das Rezept. Diese Sachen brauche ich dafür. Wäre klasse, wenn du mir die Zutaten für das neue und verbesserte Barbarenboy bringen könntest, Larry. Ich schau mal, was ich auftreiben kann. Ach, und Larry, wenn du willst, kannst du gerne die Brauerei benutzen, solange sie außer Betrieb ist. Ich habe alles automatisiert. Du wirfst einfach die Zutaten rein und dann kann ich hier den Drink abfüllen. Ich komme vielleicht drauf zurück. Ja. Nur vielleicht schon ein paar Zutaten. Die Zutaten, die ich Lefty besorgen soll. Etwas, um den Geschmack und den Duft des Bieres zu verstärken. Etwas, um das Bier zu einem richtigen Kraftstoff zu machen. Etwas Natürliches mit vitalisierendem Effekt. Okay, das können wir bestimmt. Slushy können wir doch bestimmt reinfüllen. Besser nicht. Nicht. Das wäre eine genießbare Zutat, aber ich wüsste nicht, was ich gerade brauen sollte. Das lässt sich nicht kombinieren. Mhm. Die beiden Sachen. Da kommen die Zutaten rein. Aber ich wüsste nicht, was ich gerade brauen sollte. Da kommen die Zutaten. Ja, die Zutaten. Da kommen die. Da kommen die Zutaten. Die Ratte mit dem Dildo abzuschließen. Larry, komm rein. Hey, Larry. Wo ist denn dieses Internet? Du willst wissen, wo der Router steht? Der muss irgendwo in diesem Gebäude sein. Genau. So ein Kasten mit... Wir haben doch jetzt... Okay, das wissen wir eigentlich schon. Und wie reparieren wir die jetzt? Die Jukebox. So einfach komme ich nicht da an die Platte. Was? Die ist hinter einer Scheibe. Vielleicht können wir jetzt mal die Gegend abkappern. Und mal hier Plakate kleben. Hier können wir noch eins hinkleben. Nur noch ein Poster übrig. Ein Poster übrig, okay. Den Rest haben wir schon geklebt. Ich weiß sogar, wo das hingehört. Ich weiß nicht, wie wir das da ranbekommen. Ah, Mist, die Wand ist zu feucht. Können wir das vielleicht irgendwie... Damit kann ich das Poster festpennen. Einen Dart behalte ich mal, falls ich mich verteidigen muss. Jetzt habe ich endlich alle Poster verteilt. Das sollte ich Lemma erzählen. Ein Dart haben wir. Okay, dann haben wir diese Aufgabe schneller, als ich jetzt gedacht habe.